Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. In diesem Video hier möchte ich mit euch zusammen die neue Wagner FC 4000 auspacken, in Betrieb nehmen, uns alles mal genau anschauen und dann machen wir hier auch noch einen kleinen Test, einen kleinen Sprühtest an der Wand. Genau, ja, seid gespannt. Ganz neues Produkt von Wagner. Ich bin mega gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch. Nach dem Intro legen wir gleich los. Bis gleich! Ja, Wagner hat ein neues Produkt. Ich habe hier ein Vorserienmodell, darf es schon mal vorab testen und dieses Video drehen. Sind jetzt noch einige andere Videos in der Pipeline. Ich werde damit einen Heizkörper lackieren, ich werde damit ein Tor lackieren, also mehrere Anwendungsfälle, dazu kommen die Videos in den nächsten Wochen, deswegen habe ich das Gerät schon mal da, um es vorab testen zu können und auch Feedback geben zu können und auch einfach ein Video wie dieses hier heute drehen zu können. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an Wagner fürs Bereitstellen des Testgeräts und ja, also FC 4000 von Wagner reiht sich ein in die FC-Serie, FC 3500, FC 5500, gibt da ja diverse Geräte in dieser Serie. Ich hatte auch schon mit einigen davon gearbeitet, gibt ja dazu auch diverse Videos mit mir, wie ich mit der 3500 und auch mit der FC 5500 arbeite. Ich würde euch die Videos gerade mal hier oben auch mal verlinken, da könnt ihr sehen, wie ich damit Türzargen lackiere. Was haben wir noch gemacht? Küchenfronten haben wir damit lackiert. Wir haben damit auch Fliesenspiegel lackiert, auch in der Küche. Ist auch mega geworden. Also diverse Videos schon gemacht, diverse Male auch schon benutzt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass es das Ganze auch als Akkuversion gibt. Kabellos mit Akkus. Und ja, ist einfach eine super Sache. Gibt das Ganze auch in der Heimwerker-Serie und das ist das Gerät der Professional-Serie quasi, der Craftsman-Serie für Handwerker, für Maler, einfach im professionellen Einsatz bei Kunden. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir das Gerät jetzt zusammen auspacken oder die Kiste zusammen aufmachen. Das Ganze ist ja hier in einer schönen L-Box von Bosch, sodass das Ganze auch hier quasi stapelbar ist im Bosch-System. Der Antrieb quasi oder die Energie liefern auch Bosch-Akkus im 18-Volt-System. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt gleich an und dafür hole ich euch einfach einmal näher. So, also packen wir das Ganze mal zusammen aus oder machen wir die Kiste auf. Typische L-Box, wie sie auch bei Bosch im Bosch-System verwendet wird. Hier mit einer Einlage auch drin, quasi, die man rausholen kann. Dadurch hat man einfach zwei Ebenen geschaffen, wo man Sachen drin lagern kann. Also zunächst einmal hier die Bedienungseinleitung und die EU-Konformitätserklärung. Auch eine gedruckte Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, sodass man auch auf der Baustelle etwas nachschauen kann. Hier das Ganze dann Deutsch, startet auch mit der deutschen Bedienungsanleitung und man findet hier quasi auch eine Erklärung in Kurzform, hier schematisch aufgezeigt, wie hier etwas funktioniert. Also ich würde immer empfehlen, sich das Ganze, gerade wenn man vielleicht neu ist mit der Technik, dann sich das Ganze einmal zu Gemüte zu führen, vielleicht einfach in der Werkstatt mit dem Gerät neben dran, um einfach auch mal ausprobieren zu können. Um dann einfach beim ersten Projekt einfach schon sattelfest zu sein, was die Benutzung und die Einstellung des Geräts angeht. Genau, packen wir das mal zur Seite und schauen, was sonst noch hier in der Kiste ist. Also, ich sehe jetzt hier zwei Akkus. Wir haben jetzt hier zwei Akkus von Bosch drin. Das sind jetzt hier Bosch ProCore Akkus mit 4 Ampere. Hier ist auch die Ladestandsanzeige. Ich habe die Akkus jetzt hier schon geladen, die kamen natürlich leer hier an. Die habe ich jetzt hier schon geladen, damit wir heute auch gleich dann auch in den Versuch gehen können oder ins erste Ausprobieren der Maschine gehen können. Also hier in diesem Set werden zwei Akkus mitgeliefert.
Damit kann man dann auch arbeiten. Ich blende euch gerade mal noch ein, was die Angabe ist, wie lange ein 4 Ampere Akku reicht, für wie viel Betriebsdauer, blende ich euch gerade mal ein. Aber das reicht auf jeden Fall schon mal. Es gibt, das Gerät wird es auch als quasi Single-Version zu kaufen sein, ohne Akkus und ohne Ladegerät von Bosch. Falls ihr zum Beispiel schon ausreichend Akkus und Ladegeräte habt, dann könnt ihr euch da die Single-Version kaufen und habt dann einen etwas günstigeren Preis und könnt dann eure Akkus benutzen, die ihr schon habt vielleicht. Genau, dazu ist noch im Set hier mit dabei ein Schnellladegerät von Bosch. Da würde ich euch auch gerade mal noch einblenden, wie lange die Ladezeit dann von einem 4 Ampere Akku ist, dass ihr auch vielleicht mal ein Gefühl dafür habt, falls ein Akku mal auf der Baustelle leer ist, wie lange das Nachladen dauert. So, hier haben wir noch ein umfangreiches Zubehörpaket in dieser Tüte drin. Hier sind schon mal zwei Filter. Diese Filter macht man unten quasi an das Ansaugrohr in den Behälter rein und dass einfach keine groben Stücke eingesaugt werden. So, ich packe das jetzt einfach mal hier aus, was hier noch alles liegt ist, oder was hier noch alles mitgeliefert wird. Also, das ist relativ ähnlich auch mit dem Lieferumfang bei der FC3500 oder der FC5500 zum Beispiel. Da ist einfach da noch so eine Düsendichtung dabei. Die kommt vorne quasi in das Frontend rein oder die sitzt vorne am Frontend. Falls man die mal beim Putzen verlieren sollte, hat man hier noch einen Ersatz. Dann mit dabei diverse Bürsten. Hier mal eine. Und hier sind noch andere Bürsten. Ich packe das gerade mal hier auf. Also wir haben hier noch so eine konische Bürste, einen kleinen Pinsel, noch eine kleinere Bürste und hier nochmal eine größere wie eine Zahnbürste mit recht festen Borsten. Einfach damit man das Gerät und das Frontend einfach gut putzen kann nach der Benutzung. Hier haben wir auch noch etwas Fett. Fett, das zeige ich euch später noch, wo man das hinmacht und wieso hier Ersatzfett mit dabei ist. Genau, also so viel zu dem, was jetzt hier vorne oder in dieser Tiefzieheinlage, heißt das glaube ich, drin war. Ich packe hier mal diese Folie weg und jetzt kann man das Ganze hier aufmachen oder rausziehen und hat unten dann das Gerät versteckt oder sicher verstaut. Wie ihr seht, sind dann hier dann zwei Plätze. Mit diesen zwei Plätzen kann man dann zwei Behälter mit zwei Frontends mit sich führen und hat noch den Platz für die Maschine. Es hat also alles seinen Platz hier, dass auch das Ganze sicher verstaut ist, wenn man es auf der Baustelle oder im Lieferwagen transportiert. Ich schaue gerade mal, kann ich hier noch ein bisschen näher rangehen? Ja, so. Also, dann schauen wir uns mal hier das Frontend an. Also es ist auch quasi die neue Frontend-Version hier. Da wurden einige Veränderungen vorgenommen. Und das Ganze habe ich recht gut auch erklärt im Video, wo ich die FC5500 vorstelle. Das würde ich einfach mal euch nochmal hier jetzt einblenden, wie das Frontend hier funktioniert. Ich habe das Frontend hier mal jetzt geteilt von der Pistole quasi, vom Pistolengriff. Und jetzt wollen wir das Ganze mal hier ein bisschen zerlegen. Zum einen können wir hier also den Becher abmachen und das Ganze hier auffüllen mit Material und dann den Becher wieder draufschrauben. Und hier lässt sich dann das Steigrohr entfernen und auch der Filter entfernen. Und dann diese Dichtung hier lässt sich auch austauschen, wenn diese mal kaputt sein sollte. Aber grundsätzlich hat man die Bürsten, um hier quasi das Steigrohr zu putzen. Jetzt ist der interessante Teil auch hier vorne. Man stellt hier einmal hierüber den Spritzstrahl ein, ein schmaler Strahl und ein breiter Strahl. Und hier kann man
einstellen, ob der Strahl senkrecht sein soll oder ob der Strahl hochkant sein soll. Zum Putzen kann man das Ganze jetzt hier entfernen. Das sind so Nasen, die man abzieht. Clips. Dann ist das weg. Und dann kann man das jetzt hier abschrauben. So. Und dann hat man noch dieses Teil hier. Und das muss man dann rausholen. Ich nehme dafür meistens einfach einen Schraubenzieher und hebel das dann hier raus. An jeder Seite ein bisschen oder von allen Seiten mal. Und dann kommt das Ganze raus. So. 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 Jetzt ist es draußen. Und jetzt sieht man hier die Nadel. Und sieht dann jetzt auch quasi, wenn man den Abzug drückt, wie die Nadel quasi zurückgeht. Genau, diese Teile kann man alle mit den Bürsten putzen und dann kann es dann auch wieder an den Zusammenbau gehen, wenn alles sauber ist. Umgekehrte Reihenfolge, das hat hier auch so ein bisschen eine Führung in diesen Seiten drin. Und über diese Führung lässt sich das dann da reinmachen. Ich muss auch gucken, ob die Nadel jetzt senkrecht steht oder waagerecht, die kann man hier auch drehen. Dann müsste man es so rum einsetzen. Oder halt, wenn sie senkrecht steht, dann setzt man das senkrecht ein. So. Und dann drücken. Und dann ist das Ganze hier drin. So, dann schrauben wir das Ganze hier wieder drauf. Und klipsen das auch wieder drauf. So, und jetzt gleiche Funktionsweise. Das rastet dann auch immer so ein bisschen ein, wenn es in der waagerechten oder senkrechten Position ist. Steigrohr wieder drauf. So, Filter drauf. Und je nachdem, wenn ich nach vorne arbeite, oder nach vorne arbeite, möchte ich ja noch möglichst viel Material haben. Dann mache ich Steigerung nach hinten. Wenn ich so arbeite, dann mache ich die Steigerung am besten nach hinten, damit dann quasi das Material auch angesaugt werden kann. Also je nachdem, wie man arbeitet oder weiß, dass man gleich arbeiten muss, kann man dann auch das Steigerohr positionieren. So, alles wieder vollständig. Jetzt habe ich vergessen zu zeigen, wo diese Düsendichtung ist, aber jetzt machen wir nochmal auf. Dann zeige ich es. So, also die Düsendichtung, die ist hier vorne drin. Ich hoffe, das sieht man hier. Hier drin ist eine Dichtung und die darf nicht verloren gehen. Also wenn die beim Putzen weggeht, deswegen ist auch der Ersatz dabei, unbedingt wieder hinmachen, immer darauf achten, dass die Dichtung hier auch wirklich ist. So. Alles wieder zusammen. Es ist ja auch Fett dabei, damit kann man dann, falls es schwer geht, diese Dichtung hier ein bisschen einfetten, damit der Pistolengriff leichter sich dran machen lässt. So. Gehen wir weiter zum eigentlichen Gerät an sich. Ihr seht hier, hier ist der Platz für den Akku. Hier kommt das Frontend dran. Das können wir hier vielleicht gerade mal dran machen. Das Ganze hat hier dann auch immer so eine Montagerichtung. Das Ganze kommt hier so rein. Und dann ist hier noch so eine Sicherung, damit man das Ganze
quasi, dass es auch arretiert bleibt. Und jetzt sitzt das Ganze hier drin und das ist das ganze Gerät. Es hat einen guten Schwerpunkt, liegt gut in der Hand. Also ich würde sagen, ich packe die Kiste weg und wir schauen uns das Gerät mal nochmal näher an. So, also hier steht das gute Stück. So sieht das Ganze aus, ohne Akku, auch mega leicht. Jetzt schauen wir uns hier mal das Ganze mal ein bisschen genauer an. Also zum Thema Frontend und Behälter, das Ganze habe ich ja schon gezeigt. Das brauchen wir uns nicht nochmal neu anschauen, quasi das ist genau das Gleiche. Schauen wir uns einfach mal ein paar Details am Gerät selbst an. Hier schaltet man das Gerät ein und aus. Also wenn man es in der Hand hat, kann man das hier auch gut von beiden Seiten an- und ausschalten. Wie üblich an den FC-Geräten stellt man hier die Materialmenge an. Also wie viel Material im Endeffekt steuert ja dieser Drehregler hier auch den Abzug. Und umso weniger man quasi hat, oder hier wirklich komme jetzt hier auf immer mehr, bin jetzt bei 12, das ist das Maximale, dann kann ich den, also wenn es auf an ist, kann ich den Abzug komplett durchdrücken. Wenn es dann beispielsweise nur auf 6 ist, kann ich den Abzug zur Hälfte drücken. Und wenn die Materialmenge auf 1 ist, kann ich den Abzug nur ganz wenig drücken. Also darüber steuert man quasi die Materialmenge, die angesaugt wird. Und hier hinten, auch typisch für die FC-Geräte, steuert man die Luftmenge. Kann man die Luftmenge aufdrehen. Hier bei der Materialmenge hat man 1 bis 12 und bei der Luftmenge hat man, muss ich gerade selber schauen, auch 1 bis 12. Hier nochmal ganz toll, auch eine neue Art. Hier steckt natürlich ein Luftfilter, weil XVLP-Geräte zerstäuben das Material quasi mit Luft und die Abdeckung hier quasi vom Luftfilter ist ganz easy zu öffnen. Hier wie so ein Scharnier. Hier sitzt der Luftfilter drin und hier ist der Motor und der Luftfilter schützt quasi den Motor und das lässt sich ganz leicht hier öffnen, Luftfilter tauschen, wenn er halt zu ist und wieder weitermachen. Genau, hier hinten also stellt man die Luftmenge ein, das schauen wir uns gleich nochmal oder hören wir uns gleich nochmal an. Da hört sich der Motor einfach stärker oder schwächer an und hier sind noch zwei Anzeigen, einmal für den Filter und einmal für den Akkustand. Abgesehen davon, dass man hier natürlich den Akkustand ablesen kann, wenn man das ins Gerät reinmacht. Schau ich gerade. Jetzt. So sieht man hier, Akku ist voll. Aber wenn das natürlich, ich zeige es euch jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Akku ist voll geladen. Aber wenn es hier drin steckt, sieht man diese Anzeige natürlich nicht. Jetzt sind wir schon bei dem Punkt quasi, wie stecke ich das hier rein. So, wir hatten es gerade noch auf an. Also. Im Endeffekt ist das ganz leicht. Man schiebt die Akkus einfach hier herein und fertig. Das Ganze hat auch einen super Schwerpunkt. Man kann das Gerät hinstellen, es fällt nicht um. Super. Und es ist immer noch handlich, also trotz Akku, immer noch gut in der Hand zu halten. Genau. Wir stellen hier einmal, ist das jetzt auf aus? Ihr habt gerade gesehen, ich zeige es euch gerade nochmal. Also es gibt einen, wenn man das Gerät einschaltet, gibt es ein Feedback vom Gerät, sowohl optisch hier einmal, dass die Akkuanzeige orange blinkt und dann quasi grün anzeigt, weil der Akku ja voll ist. Der Luftfilter blinkt einmal auf und es gibt auch ein haptisches Signal, eine Vibration im Gerät. Und dann quasi legt das Gerät los.
Also ihr habt gerade gesehen oder gehört vielleicht auch, das Gerät ist quasi im Leerlaufmodus. Der Motor läuft quasi im Leerlauf. Wenn man sich das so vorstellen möchte von einem Auto früher, läuft auf 800, 900 Umdrehungen im Leerlauf. Und erst wenn ich den Abzug betätige, quasi das Gaspedal, dann wirkt sich diese Einstellung hier aus, ob man viel Luftmenge oder wenig Luftmenge eingestellt hat. Und entsprechend dreht der Motor dann höher oder niedriger und hier kommt mehr Luft raus oder weniger Luft. Also natürlich das Ganze nicht so machen, wie ich es gerade gemacht habe, wenn Material drin ist. Das Gerät hier ist noch unbenutzt, es ist kein Material drin. Ich kann hier einfach die Hand vorne dran heben, es kommt nur Luft. Das Ganze auf gar keinen Fall machen, wenn Material in der Maschine ist. Genau, so, was soll ich euch noch zeigen? Also im Endeffekt ist es das Ganze schon. Ihr merkt, das Ganze geht recht leicht. Vielleicht noch als Info, wenn der Luftfilter verstopft ist, das merkt die Maschine, dann leuchtet hier diese LED rot auf und sagt euch Filter, macht ihr das auf, wechselt den Filter, neuer Filter rein und weiter geht's. Und wenn der Akku hier abnimmt, also wenn es orange ist, ist der Akku fast leer. Und wenn es orange blinkt und auch vibriert, dann ist er eigentlich alsbald leer und die Maschine fällt dann oder die Maschine schaltet dann bald aus. Also wenn der Akku voll ist, grün, halb voll oder nahezu oder unterhalb voll, orange und fast leer oder leer ist dann blinkendes Orange mit haptischem hier quasi Feedback, also einer Vibration in der Maschine. Ja, ich würde vorschlagen, ich richte mir jetzt Material. Ich habe extra hier für euch Material auch gerichtet in einer schönen Farbe, in Orange. Und habe mir hier auch quasi meine PSA gerichtet. Lackumrührer, Handschuhe und Klebeband. Wir werden jetzt gleich mal hier eine Pappe an die Wand kleben oder zwei und dann können wir darauf das Ganze dann ausprobieren, uns anschauen, wie das Ganze funktioniert. Also ich baue hier kurz um und wir sehen uns gleich wieder. So, also ziehen wir uns die Handschuhe an. Das können wir wegpacken. So, den zweiten Akku auch mal. So, und jetzt machen wir uns hier das Material auf. Ich hole mir jetzt erstmal hier noch ein bisschen Papier, falls was daneben geht. So, mit so einem praktischen Lackdosenumrührer und Öffner in einem können wir das jetzt öffnen. Und die herrlich orange eine Farbe genießen. Also das eignet sich hier perfekt. Was jetzt hier übrig geblieben ist, mal für so einen Test. So. Gut. Also, jetzt schnappe ich mir noch ein anderes. Wo ist denn mein Finger? Jetzt nicht schon dreckig. Oh je, doch. Ich habe schon irgendwie Lack an den Handschuhen, deswegen packen wir das mal kurz weg. Und machen oder wechseln noch das Frontend und nehmen uns hier ein Standard-Spray Frontend, weil mit dem Standard-Spray Frontend kann ich quasi das Feinspray Frontend hat ja einen runden Sprühstrahl und das Standard-Spray hat einen, da kann ich einstellen quasi zwischen einem flachen und einem breiten Sprühstrahl. Deswegen nehme ich mir hier das Standard-Spray und fülle mir hier jetzt gleich Material ein. Ich habe jetzt hier eine weiße Düse drauf, das passt auch. Also, gut. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze machen, ohne zu viel zu verleppern. Wir brauchen jetzt hier dafür auch nicht unendlich viel Material. Jetzt müssen wir da jetzt einfach mal vorsichtig sein. Ich packe mir das Ganze hier mal. So. Machen wir den Umrührer mal etwas sauber. So sauber, wie es halt geht. In der vollen Dose. Legen wir hier drauf. Und jetzt
gebe ich jetzt hier etwas Material rein. Reicht schon. Und jetzt kann ich das nehmen, ein bisschen hier ganz einmal abstreifen. So. Gut. Jetzt hole ich mir nochmal Papier. Und jetzt können wir das Frontend hier auf den Materialbehälter schrauben. Eingang zurück und dann vorwärts. So. So, und jetzt Maschine drauf und fertig. Also, ich ziehe mir jetzt eine Maske an und ja, das war es eigentlich schon. Ich ziehe mir die Maske an und dann gehen wir an die Wand. Erster Test wäre bestanden. Ihr habt gesehen, ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu wenig Material im Behälter hatte. Einfach weil ich dachte, ich habe wenig reingemacht, weil ich dachte, okay, ich brauche hier nicht viel, aber es war einfach zu wenig für die Ansaugung. Deswegen hatte ich da immer wieder Unterbrechungen. Ich habe dann Material nachgekippt und dann habt ihr gesehen, dann hat es auch gut funktioniert. Was vielleicht noch interessant ist, ich mache gerade noch mal kurz an im Leerlauf. Ihr habt es gesehen, die Akkuanzeige ist immer noch grün. Also bei allem, was ich jetzt benutzt habe, ist das Ganze immer noch grün. Also man kann damit nach wie vor weiterarbeiten. Ich habe auch mal auf den Akku geschaut. Ich habe jetzt 2 von 5 Strichen verbraucht. Also von dem ganzen Testen jetzt sind 2 Striche weggegangen. Also man kann doch ein ganzes Stück weit arbeiten. Sicherlich wesentlich mehr wie, oder ein Akku hält sicherlich wesentlich mehr wie ein Behälter. Und entsprechend kann man dann einfach, sagen wir mal, wenn man Material nachfüllt, den Akku wechseln, den anderen Akku oder den zweiten Akku zum Laden machen. Und so hat man quasi dann immer einen frischen Akku im Gerät und vielleicht ein zweiter Akku lädt nach. Ja, also ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen für einen ersten Eindruck von der neuen Wagner FC 4000 18 Volt. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann packt es unten in die Kommentare rein. Ich versuche das schnellstmöglich zu beantworten.
Wenn ihr, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, dann gerne auch Daumen nach unten. Dann gerne aber auch dazu schreiben, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So zum Beispiel das nächste Video, wenn ich das Garagentor mit der FC 4000 18 Volt lackiere. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!